Wow, herzlich willkommen bei Titanfall. Hier ist wieder euer Blood Dragon und diesmal mit, wie gesagt, einem neuen Titel, ne? Ich habe mal Titanfall gestartet. Jo, das Spiel ist seit gestern draußen, seit dem 13.3. Und ich habe es mir gekauft und ja, ich habe mir gedacht, spielen wir es denn mal eine Runde? Ne? Erstmal machen wir das wunderschöne Training. Ja. Schauen wir mal, denn zurück irgendwie komme ich nicht, weil Training beenden wollte ich nicht und ich habe Battle das eingestellt, um ein bisschen was testen. Willkommen im So. Hammond-Piloten-Zertifizierungssimulator. Warnung: Nicht registrierte Benutzer entschieden. Code akzeptiert. Trainingskapsel autorisiert. What? Willkommen, Pilot. Blicken Tach. Sie zur AR-Kalibrierung auf die roten Lampen. Wo ist noch eine? Wo ist da noch eine rote Lampe? Da. Wollen Sie die vertikale Blicksteuerung spiegeln? Was? Radikale Blicksteuerung. Oh Gott, erstmal Visuelle nö. Kalibrierung beendet. Initialisiere Simulator. Dann zeig mal her hier. Was ist das hell? Sie dürfen in der Wow. Simulation herumlaufen. Echt? Oh, Bitte Wahnsinn. gehen Sie durch den Tunnel vor Ihnen. Coole Grafik. Was Sprinten denn? Sie durch den Tunnel. Hatte ich ja gerade vor. Springen Sie über das Hindernis. Wenn Sie sprinten, springen Sie weiter. So, und jetzt, Springen Sie zu einer Kante, um sich hochzuziehen. Ja. Weißt, das war's schon. Also ich bin jetzt voll durchgelaufen, ne? Also ich habe da noch ein bisschen was gedrückt. Ihre wichtigste Ausrüstung als Pilot ist Ihr Jump Kit, mit dem Sie an Wänden laufen können. Passieren Sie die Lücke per Wandlauf. Oh. Sie springen zu früh von der Wand ab. Warten Sie nach Sprinte Beginn und eines springe. Wandlaufs, bevor Sie von der Wand abspringen. Oh, das war aber knapp. Alter. Sie können auch mehrere Wandläufe kombinieren. Springen Sie von einem Wandlauf direkt zum nächsten. Alter, haben die eine Macke. Oh Gott, Sehr du gut. wild. Ja, wie gesagt, euer Blood Dragon spielt eine Runde Titanfall. Wenn er nicht gerade reinfällt. Irgendwo wieder mal, ne? Und, ja. Halleluja. Deswegen habt ihr jetzt mal nicht so viel gerade von mir mal in meiner schönen, geilen Stimme gehört. Ne, war mal Scherz beiseite. Sondern, oh Gott, ich versuch's immer wie in Minecraft so an die Kante zu gehen und immer mal so ein bisschen so zu gucken, was da unten ist. Aber das wollen wir nicht. Flumm. Freistilwandlauf. Na, Halleluja. Erreichen Sie mit Sprints, Sprüngen und Wandläufen den Ausgang. Sprint, Springen und Wandläufen. Okay, also Sprint. Okay, hopp. Wow, da kann ja Jans gut, meine Güte, du. Und halt, hopp. Oh. Und halt, hopp. Hopp. Abschlussanforderungen erfüllt. Wow, das ist ja übel. Also das Springen und Sprinten, das ist ja schon mal, also unsere Wandläufen, das ist schon, Mann, Mann, Mann. Doppelsprung. Das haben wir die ganze Zeit gemacht, oder? Jump Kits verbessern Ihre Sprungkraft. Sie können daher nach dem Abheben noch einmal springen. Okay, alle, hopp. Der Sprung wird noch weiter, wenn Sie mit dem zweiten Sprung länger warten. Ziehen Sie sich per Doppelsprung in das Loch über Ihnen hoch. Mann, 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 ist ja cool. Ups. So, Trainingsnummer 5. Oh.
Hammond Industries. Yo! Erreichen Sie mit Wandläufen und Doppelsprüngen den Ausgang. Ich versuch's, aber ein Panzer. Hallo Panzer! Nee, mich freut's total, mal ein neues Spiel zu haben. Und, also nicht nur zu haben, ja, aber, sondern ein neues Spiel in meinem Kanal zu haben. Denn Battlefield 4 ist leider aus technischen Gründen bei mir immer noch nicht möglich. Und deswegen. Tja, gibt es mal sozusagen ein neues Game von mir. Und ich habe mich schon lange darauf gefreut. Ich habe leider die Beta-Anmeldung verpasst, aber total verpasst. Sehr guter Orientierungssinn, Pilot. Und deswegen, habe ich mir gedacht, Titanfall, habe mir ein paar Betas angeschaut von einem LPR. Und hat mir wirklich gut gefallen. Und ich bin zwar kein großer Call of Duty-Fan, ne, aber dieses Spiel hier musste trotzdem sein, denn es ist mal was ganz Neues. Und ich habe das jetzt installiert. Und hab mir gedacht, okay, machst du mal. Das heißt, fast unsichtbar zu werden, ist für Piloten überlebenswichtig. Tarnen Sie sich und rücken Sie zügig vor, um die Wachen zu passieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, Titanfall, machen wir jetzt einfach mal ein Testvideo. Und aus diesem Testvideo ist dann doch gleich mal ein Video für euch geworden. Also sprich, ihr seid aktuell dabei, wie ich mich hier in dem ganzen Training anstelle. Also es ist noch keine Test, also es ist noch nicht keine Aufnahme vorneweg gelaufen, es ist noch kein Spiel vorneweg gelaufen, sondern ihr seid aktuell dabei. Aktuell dabei sozusagen. Sehr gut. Ups. Die Tarnung hält nicht ewig. Behalten Sie Ihre Tarnungsanzeige unten links im Auge, um zu wissen, wie lange Ihnen noch bleibt. Ne, manchmal nicht lange. Und deswegen gibt es dann bestimmt mal so ein paar Minuten jetzt vom Anfangseindruck. Sie können mit einem Nahkampfangriff aus nächster Nähe lautlos töten. Nähern Sie sich dem Ziel für den Nahkampf. Oh Gott, ob ich das schaffe? Ich bin ja gar nicht laut, ne? Bei einem Nahkampfangriff von hinten richten Sie den Gegner hin. Ein frontaler Angriff ist zwar deutlich zeitsparender, jedoch auch wesentlich gefährlicher. Ziehen Sie Ihre Waffe, um fortzufahren. Ich hab ihn zerbröselt. Der ist einfach zerbröselt. Die Waffe ist leer. Legen Sie ein Magazin ein. Drücken wir mal R. Das ist die Smart Pistol. Eine Waffe mit Zielautomatik. Nähern Sie sich einem gültigen Ziel, bis die Smart Pistol es erfasst. Drücken Sie erst ab, wenn das Ziel erfasst ist. Neutralisieren Sie das Ziel mit der Smart Pistol. Ziel eliminiert. Wow. Die Smart Pistol kann auch mehrere Ziele erfassen. Echt? Jetzt bin ich ja gespannt. Eliminieren Sie alle Ziele mit der Smart Pistol. Neutralisiert. Die ist ja übel, die Waffe. Die könnten sie mal im Battlefield einführen. Jo, ne. Manche Feinde, vor allem Piloten, müssen mehrfach erfasst werden, um sie zu töten. Töten Sie den Piloten mit der Smart Pistol. Ausgeschaltet. Nicht schlecht. Also die ist da voll im Gange. Jo, wenn das mal kurz hier im Hintergrund so ein bisschen klingeln gehört hat, das war die Post. Die ist immer sehr nett und macht immer Sturmklingeln. Schießstand. Wählen Sie jetzt Ihr Gewehr. Oh, ich hab ein Gewehr. Boah. Um präziser zu feuern, können Sie durch das Visier Ihrer Waffe zielen. Zerstören Sie alle Ziele der Schießanlage. Alle Ziele ohne Magazinwechsel eliminiert. Ihr geringer Munitionsverbrauch wird vermerkt. Jo, meine Frau kam ich gerade. Oh, Granaten werfen. In jedes Fenster.
Jedes Fenster können wir Granaten schmeißen. Gehen die auch mal hoch. Und da unten noch. 4 von 4. Gut gemacht. Ja, ich meine, wenn man Battlefield spielt und so, ne, dann ist das sowas, denke ich mal, kein Problem, ne. Aber es müsste auch jeder andere hinkriegen. Was? Alle Gegner im Zielgebiet vernichten. Die Minikarte erscheint in der linken oberen Ecke des AR-Displays. Oh, klasse. Die kleinen Punkte auf ihrer Minikarte stehen für feindliche Truppen. Oh, 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 kommt her. Ich krieg euch. Die suchen mich doch bestimmt, oder? Die suchen mich doch hier bestimmt. Wow, wo sind sie denn? Die schießen hier auf mich, hä? So, die tun wir doch mal alle ohne Granaten umbringen, oder? Zumindest können wir es mal versuchen. Wow, wo sind sie denn? Ist das nicht klasse hier? Da lang. Minimaler erlittener Schaden bei Übung mit scharfer Munition. Gut gemacht. Das geht drücken. Kampfszenario initialisiert. Feindlicher Titanfall in Kürze. Was? Durch kleine Waffen nehmen Titans keinen Schaden. Wechseln Sie zu Ihrer Titan-Abwehrwaffe. Ist ja nice. Alter, was geht denn hier ab? Zerstören Sie den Titan mit der Titan-Abwehrwaffe. Wow, mein, ein Titan, hier ist er. Wo ist er denn? Kann man doch bestimmt auch. Wow, da kann man bestimmt. Kämpfe gegen Titans sind sogar mit der richtigen Bewaffnung gefährlich. Der hat mich ja. Piloten erhalten durch Kampfeinsätze Ansehen für den nächsten Titan-Abwurf. Echt? Ist Ihr Titan fertig, können Sie ihn über dem Schlachtfeld abwerfen. Starten Sie einen Titanfall, um fortzufahren. Wow, yes, hier, jetzt kommt doch mein persönlicher Titan. Blicken yeah. Sie nach oben, um die Landung Ihres Titans zu sehen. Da ist er. Nähern Sie yes. sich, Titan, um einzusteigen. Wow, geile Sache. Titans sind eine natürliche Erweiterung des Piloten. Nice. Mit der Primärwaffe Ihres Titans feuern Sie wie mit einer Pilotenwaffe. Eliminieren Sie die Feinde in den Landungskapseln. Kommt her, ja. Ich komm schon. Jo, ich rede gerade nicht viel. Das kommt deswegen, weil ich mich ja tierisch konzentriere. Und um das hier sozusagen nicht zu versauen, ne? Wow, die hätten aber ein bisschen Gebäudezerstörung auch mit reinnehmen können hier, oder? Yeah, kommt her, ja. Ausgezeichnet. Kampfszenario beendet. Was? Schon? Oh. Was? Pilotentraining? Bin doch kein Pilot. Titans können mit einem seitlichen Jetschub schnell die Richtung ändern. Fahren Sie mit einem Jetschub in beliebiger Richtung fort. Jetschub nach rechts. Jetschub zurück, bitte.
Die Jetschub-Anzeige ist unter dem Fadenkreuz der Cockpit-Anzeige des Titans. Jedes blaue Feld steht für einen Jetschub. Wow. Gute Arbeit. Gehen Sie bitte zum Ausgang. Titans weichen häufig per Jetschub Gefahren aus. Folgen Sie dem Gang und weichen Sie den Raketen aus. Wow, das war knapp. Wir haben noch eine Macke hier. Hä? Edge daneben. Nicht schlecht, sprach der Specht. Zur Abwehr von Fernwaffen können Titans mit Vortex-Schilden bestückt werden. Diese absorbieren vorübergehend Geschosse und werfen sie zurück. Zum Fortfahren drücke und halte Q, um an deinem Vortex-Schild einzusetzen. Geil, geil, wow. Das war gut. Yeah. Oh, war das schon? Schade. Nicht schlecht. Titan-KI-Steuerung. Erfahrene Piloten verlassen in der Schlacht häufig ihre Titans. Steigen Sie jetzt aus Ihrem Titan aus. Will ich aber nicht. Wieso muss ich aussteigen? Na gut, dann machen wir das eben mal. Drücke und halte E. Öffnen Sie im Kontrollraum das Tor für Ihren Titan. Cool. Autotitan. Sieht der nicht cool aus? Herrlich, oder? Blood Dragon Titan. Müsste mich doch glatt mal umbinden. Aktiviert zum Hacken, halte E. So, 0, 5. Piloten können die KI ihres Titans auch zu Fuß steuern. Der Echt? Titan folgt ihnen entweder oder bewacht seine aktuelle Position. Der aktuelle KI-Modus ihres Titans wird unten rechts im Piloten-HUD angezeigt. Aktivieren Sie Folgen, damit der Titan ihnen durch das Tor folgt. Verfolgungsmodus. Ein Titan im Folgenmodus versucht, in der Nähe ihrer Position zu bleiben. Gehen Sie zu Ihrem Titan und steigen Sie wieder ein. Yes! Hallo, mein Freund! Steuern Sie Ihren Titan zum Ausgang. Das können wir gut. Und rennen kann er auch schon. Das ist gut. Mann, Titan. Yes, das ist doch mal ein Spiel. Titans haben auch Sekundärwaffen für den Kampf. Sie kommen zum Einsatz, wenn keine Primärwaffen verfügbar sind und erhöhen so die Kampfkraft ihres Titans. Ihr Titan wurde mit der Raketensalve bestückt. Feuern Sie jetzt Ihre Raketensalve ab. Setzen Sie Sekundärwaffen ein, um Ihre Schlagkraft im Kampf zu maximieren. Okay. Bereit machen für den letzten Kampftest. Setzen Sie alles ein, was Sie gelernt haben. Immer. Feindliche Titan-Schilde vorübergehend deaktiviert. Was? Was? Wie? Wo ist er denn? Wow. Stimmt ja, hier kommen wir ja nur seitlich. Ihr Titan hat einen Schild, der erlittenen Schaden abwehrt. Der Schildbalken ist über dem Gesundheitsbalken. Wartet mal, ich hab doch noch. Rand des Hart. Erleiden Sie für kurze Zeit keinen Schaden, laden sich die Schilde wieder auf. Gute Piloten haben die Schilde ihres Titans immer im Auge und machen nach Bedarf Pausen zur Wiederaufladung. Genau.
Wow, 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 wow. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Was? Noch eine Welle. Achtung, nächste Welle. Wo, wo, wo? Feindliche Titans können jetzt modernere Waffen haben. Oh nö. Das ist ja gemein, ey. Der Gesundheitsbalken Ihres Titans befindet sich am oberen Rand des Hubs. Ach nee. Beachten Sie, dass sich Ihr Gesundheitsbalken nicht regeneriert. Ist der Gesundheitsbalken leer, hat Ihr Titan den Status totgeweiht. Wow, das war knapp. Das war knapp. Meine Schilde sind unten. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Mann, Mann, Mann. Es ist nur ein Training. Es ist nur ein Training. Achtung, nächste Welle. Man kann sogar rennen. Feindliche Titanschilde online. Vorsicht. Ihr Titan ist irreparabel beschädigt. Veteranen sprechen dann von Todgewalt. Hat Ihr Titan diesen Status unweigerlich selbst zerstören? Nutzen Sie nach dem Aussteigen die Vogelperspektive zur weiteren Planung. Sehr gut. Ihre Pilotenkampfzertifizierung ist beendet. Was? Oh. Ist welchen Titan aber noch. Es gibt doch noch eine Möglichkeit. Den feindlichen. Sie zur Sicherheit in der Trainingskapsel und finden Sie Ihr Gleichgewicht wieder. Das Ding. Warte mal, Herr, wir sind noch 5 Minuten von der Horizon-Station entfernt. Mist. Piloten, wir sind da. In 10 Minuten haben Sie Ihr Zeug gepackt und mein Schiff verlassen. Willkommen im Grenzland. Okidoki, und wie komme ich jetzt hier raus? Ja, hallo? Jo, 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 Verbindung zum... Jo. Das ist Titanfall gewesen im Trainingsmodus. Oh, es gibt selbst eine Kampagne. Oh, es gibt eine Kampagne. Ein klassisches Spiel und ein Training. Piloten, Loadouts und Titan. Jo, wie es dann hier weitergeht, würde sagen, das alles sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die kleine Einführung von mir, auch wenn ich natürlich nicht gerade viel gesagt habe. Aber wenn euch das Spiel gefällt, dann könnt ihr es dann gerne kaufen. Ich werde mal gucken, dass ich einen Link mit reinmache. Und jo, na dann, tschüss, bis zum nächsten Part, euer Blood Dragon Titan.